Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen großartigen, wunderschönen, einzigartigen Sonntag. Ja, kann man sagen, morgen, also das passt schon, Vormittag sollte sich noch nicht eingependelt haben. Ja, es zahlt sich aus, Tageshoroskop anzusehen. Bedanke mich ganz, ganz herzlichst bei all meinen hochgeschätzten, liebenswerten, großartigen Zuseherinnen und Zusehern. Bedanke mich auch ganz ausdrücklichst für die unheimlich liebevollen und auch sehr, wie sagt man, rücksichtsvollen Kommentare hier bei uns in unserem Forum. Ich kenne keinen zweiten Kanal, wo man so freundlich und nett miteinander umgeht. Ganz, ganz großen Dank an dich. Dankeschön. Wir haben sehr, sehr vieles. Also vieles steht am Programm. Wir haben für morgen eine Opposition zwischen Merkur und Pluto am Speisezettel. Schauen wir mal. Es ist halt so. Ja. Ich bin kein Schönwetterprediger. Ich sage nicht immer, ja, es ist alles gut und es wird alles und so weiter. Nein, es ist leider so, wenn jemand eine Ursache gesetzt hat, dann ist auch eine Wirkung die Folge. Das ist halt ein Muster. Wenn man sozusagen ein Glas von der Tischkante stößt, dann wird es in den nächsten 20 Sekunden wahrscheinlich am Boden einschlagen. Wir haben hier den Merkur als eingeschlossenen Herrscher des 10. Hauses, aber was viel interessanter ist, als Herrscher des 1. und des 2. Hauses im 11. Haus stehen, in Opposition zu Pluto, der Herrscher des 4. Hauses ist, gleichzeitig deswegen, weil der Mars auch Herrscher des 4. Hauses ist und ein erklecklicher Anteil des Skorpionzeichens befindet sich im 3. Haus. Was ist an diesem Aspekt so herausragend oder besonders? Naja, wir haben hier ein Vierfach-Trigon, ja? Ein Vierfach-Trigon und ein Doppelsextil und hier eine Doppelopposition. Also das ist ein hammerharter Aspekt. Und ich hoffe auf kosmische Gnade, weil ein Vierfach-Trigon ist an sich etwas sehr stark Minderndes, Milderndes. Und ich hoffe sozusagen auf einen kosmischen Gnadenakt, dass hier sozusagen ein Wunder geschieht. Und das Wunder, was hier natürlich bei mir besonders Interesse hervorgerufen hat, Mond 27-33, der ist zufällig da, und Merkur 27-23, logischerweise Pluto auch 27-23, nona net, sonst wäre es keine Opposition, aber hier bitte schau dir das an, wie nahe der Mond am Merkur dran liegt, aber wir sehen auch den Neptun mit 25-20 ganz knapp an der Grenze, 25-35 an der Spitze des 8. Hauses. Also hier haben wir ein super intensives Horoskop und wir können halt eben nur hoffen, dass es möglichst gut ausgehen wird, dass möglichst viele Menschen sozusagen hier heil, sicher und wohlbehalten aus diesen schwierigen Zeiten, weil dieses Horoskop zeigt ja schon, dass es schon sehr, sehr ruppig zugeht. Ja. Also da tut sich schon einiges und ich erinnere noch einmal daran. Ja. 2. August geht der Mars auf den Uranus. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieser Aspekt, der obendrein noch auf Skorpiongraden stattfindet, ja, dass dieser Aspekt etwas Gutes bedeuten wird. Ich kann es mir ehrlich gestanden nicht vorstellen. Wir sehen zum Beispiel hier, das ist von meinem geliebten und genialen Peter Scholl-Latour, Unter Knute und Kreuz, ja, da geht es sozusagen russische Schicksalsstunden, das Buch ist aus dem Jahr 1992, können wir uns da mit der Ukraine erinnern, hier eine zeitgenössische Darstellung, das sind preußische Soldaten, im Hintergrund brennt alles und hier lautet der Text, die Niederlagen, die Friedrich der Große bei Zorndorf und Kunersdorf gegen die Russen erlitt, brachten ihn an den Rand des Untergangs. Und damals, 1992, hat Peter Scholl-Latour schon hier einen interessanten Gedankengang artikuliert. Das ist jetzt keine Reklame fürs Rauchen, sondern hier steht rechts und hier steht rechts dann links. Links die Berg- und Industriearbeiter des Donbass-Reviers sind zum größten Teil aus Russland zugewandert und stellen auf die Dauer für die staatliche Zukunft der Ukraine einen erheblichen Unsicherheitsfaktor da. Interessant, was Peter Scholl-Latour als Visionär, als Gigant, ja, also als unvorstellbar weitsichtiger Mensch damals schon gewusst hat. Naja, und jetzt sehen wir
die Realität, das Eintreffen des Erwartbaren. Also wie gesagt, sehr spannende Entwicklungen. Und wir sehen halt immer Menschen, die aus Großreichen kommen, ja, also das ist auch so ein Großreich, das in Kalifornien, das ist so ein Red Cedarwood oder was, das ist so ein, wie haben die noch schnell geheißen? Nicht Quinoa, Hibiskus auch nicht, Meniskus, die Mammutbäume, wie haben die noch schnell geheißen? Wird mir gleich einfallen. Ja, hier, das bin tatsächlich ich, ja, das ist meine Wenigkeit vor drei Bonsais. Das war 1994, wie wir da gemeinsam durch Kalifornien getourt sind. War sehr, sehr schön. Ich habe da viele Aufnahmen von gemacht. Und wird mir gleich einfallen. Wir haben folgende zwei Zahlenreihen, und zwar 18.07.2022. Heute ist natürlich kein 17.07.2022. Heute ist bestenfalls ein 27.04.1740. Und morgen haben wir einen keltischen Donnerstag, einen Jupitertag am Programm. Und schauen wir mal, ob wir in den Zahlen dieses Horoskop wiedergespiegelt finden. Es sind beides fantastische Zahlenreihen und ich muss sagen, heute kann ich mich wieder mal sehr schwer entscheiden. Schauen wir uns die Zahlen einmal näher an. Vielleicht hast du da irgendeine Präferenz für eine der beiden Zahlenreihen. Die alte Zahlenreihe lautet auf jeden Fall 18, 25, die doppelte 27, 29, 31, daraus resultierend die 4. Die 18 zeigt oder weist auf Täuschung, auf Lüge, Betrug, man hat sich täuschen lassen. Es steht aber auch für die Enttäuschung, für das Ende der Täuschung. Das ist natürlich das Positive an der 18. Die zweite Zahl, die 25, steht für Auseinandersetzung, für Streit. Man hat viel für andere getan, erwartet es zurück, wird natürlich enttäuscht und schmiedet dann Rachepläne. Die eindeutige Aussage wäre, den anderen zu sagen, was man ursprünglich geplant hat. Wäre natürlich für uns auch sehr, sehr nett gewesen, wenn man uns ursprünglich gesagt hätte bezüglich des Frostschutzkrankheitsthemas, die starke Zusammenarbeit mit dem achten Haus, Niedergang, Tod und so weiter, wäre auch sehr nett gewesen, wenn man uns gewisse Dinge vorher anvertraut hätte. Sozusagen, ja, wir sind ja nur im Experimentalbereich und als Versuchskaninchen. Wie gesagt, dieser Aspekt dauert 94 Tage, weil das nächste Quadrat findet dann, wo findet das statt? Das findet in der Waage statt. Und weil der Merkur doch sehr stark und lange rückläufig in der Jungfrau dauert dieser Aspekt bis zum Quadrat eben so lange, 3 Monate, wie es meines Erachtens ungewöhnlich lange, sollte aber vom Rhythmus her passen. Ja, das ist ein Jahresaspekt, ist ein Vierteljahr, 3 Monate eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, man lernt doch nie aus. An dritter und vierter Stelle haben wir die 27, Fleiß, Ehrgeiz, der 200-prozentige, man ist sozusagen absolut arbeitswütig. Die 29 an fünfter Stelle, zeigt uns die Abhängigkeit von Partnerschaften, zeigt uns sozusagen, dass man sich lösen muss, dass man viel zu viel mit sich hat machen lassen, dass man sozusagen jetzt lernen soll, auf eigenen Beinen zu stehen und nicht mehr von anderen abhängig zu sein. Ja, wir sehen auch hier in diesem Horoskop Herrscher von 7 und Herrscher von 8 an der Spitze des 8. Hauses Neptun, also hier auch partnerschaftlich große Unklarheiten und natürlich in Konjunktion mit Neptun, Herrscher des 11. Hauses, im Vierfach-Trigon zu Merkur und besonders Sonne, Herrscher des 12. Hauses. Also hier haben wir im Thema Partnerschaften große Unklarheiten, große Unsicherheiten, aber auch ein immenses spirituelles Potenzial. Als letzte Zahl sieht die alte Zahlenreihe den Zuckerberg. Ja? Die 31 als die große psychopathische Machtausübung, die harte Machtausübung in Russland, Ivan der Schreckliche zum Beispiel. Ja? Wie gesagt, hier ist natürlich die Lehre der Information, diese großen Dominanzprediger und Dominanzpraktikanten sollten sich besser um ihr eigenes Leben kümmern. Das ist oft viel besser. Dann kriegen sie vielleicht mehr auf die Reihe, als immer nur auf andere zu schauen. Auf jeden Fall weist die
alte Zahlenreihe einmal mehr auf Saturn hin und hier geht es halt um Macht, um Kälte, Härte und Entbehrungen und steht hier für das fünfte Haus Wachstum, Wohlstand. Aber das wissen wir ja schon längst, dass das Geschichte ist. Die neue Zahlenreihe lautet 28, 32, 33, 40 und die doppelte 44. Schauen wir uns an, was die 28 bedeutet. Ich glaube, das wissen wir schon. Große Sturheit, man möchte nicht loslassen, es soll alles so bleiben, wie es ist. Naja, das wird es nicht spüren, da wird es doch zu deutlichen Veränderungen kommen. Die 32 an zweiter Stelle warnt uns davor, immer am rechten Weg zu bleiben. Was ist der rechte Weg? Höre auf dein Herz, höre auf dein Gefühl und dann geht alles gut. Wie heißt das? Das haben wir beim Militär damals gelernt. Planen heißt den Irrtum durch den Zufall ersetzen. Die 33, die große Meisterzahl, sozusagen hier ein unheimliches Gefühlsspektrum, Jesus-Christus-Qualitäten, Erleuchtungsqualitäten und trotzdem kommt das oft nicht heraus, weil man Angst hat, dass die Gefühle verletzt werden und bleibt daher sozusagen eher stark unter Kontrolle, ganz starker Widerspruch irgendwie, ja? Und da unterm Strich ist dann oft ein kleiner Tyrann, der die Umwelt gerne kontrollieren möchte. Die 40, der Kuschelhammer, die Kordelschaume, eine wunderschöne Zahl, es ist eine charmante Zahl, es ist eine sehr freundliche Zahl, ist nicht gefühlskalt im Gegensatz zu den anderen Vieren zum Zuckerberg, den wir vorhin gesehen haben, der ist sehr gefühlskalt und hier geht es halt eben darum, dass man auch erkennt, es ist ja doch eine Machtausübungszahl, sollte man erkennen, aber wie gesagt, wenn es jemand gut macht, ist es natürlich besser, als jemand es auf die brutale, auf die harte Tour macht. Die 44, die Rosamunde Pilcher, oder sagt man Pilcher-Zahl sozusagen, wie immer gesagt, man trifft den Partner vom Kosmos, macht es wieder gut, ja? Also das heißt, unglücklich liebende, unerfüllte Liebessehnsucht, aber sie finden sich doch zusammen. Also ein Happy End ist vorausgesetzt, angesagt und zum Schluss, die Wurst ist rund, der Zwieback eckig, den einen geht's gut, dem anderen dreckig. Also das heißt, hier haben wir den Vektor, dass die Summe aller Taten, glaube ich auf Indisch die Prarabdas, was man da alles an Schwachsinnigkeit, nein, an Genialitäten so begangen hat, das zahlt sich in letzter Konsequenz aus und dann auch den zweiten Teil anzusehen. Ende.